Ja, hallo ihr Lieben, es ist Christian Schmeier, Paartherapeut Beziehungscoach. Wenn du meine Arbeit noch nicht kennst, schau mal auf liebeschiff.de da vorbei, sind ja auch einige neue gerade hier. Und heute reden wir mal über die Probleme des modernen Datings. Und wir fangen heute mal an mit dem Aktienkurs von Bumble. Der ist nämlich mal eben letzte Woche um 40% gefallen an einem Tag. Warum? Weil die Earnings oder die voraussichtlichen Gewinne eben nicht so ausgefallen sind, wie das die Aktionäre erwartet haben. Und 40% ist schon echt ein Pfund. Und später werde ich auch nochmal eine E-Mail vorlesen, weil also Online-Dating ist ja nur die halbe Story, aber ja, Match gibt es übrigens auch nicht besser, auch weiß ich, über Jahre 90% bummeligeres Aktienkurs verloren, glaube ich. Also mit Dating-Apps scheint man nicht mehr, also die gehen jetzt nicht pleite, aber verdienen scheinbar nicht so viel Geld, also vor allen Dingen gibt es scheinbar keine Entwicklung, dass man irgendwie, sonst wird so ein Aktienkurs ja auch steigen, wenn man meint, so die Einkünfte steigen in irgendeiner Weise. Und was sagt uns das? Naja, wer finanziert die Dating-Apps? Das sind Männer, ne? Ich meine, Frauen zahlen in aller Regel nichts auf einer Dating-App. Und Männer stellen wahrscheinlich, also selbst die niedigsten Männer oder die größten Nerds oder ich weiß nicht was, stellen vielleicht irgendwann fest, es funktioniert einfach nicht. Wir kriegen keine Likes. Was man so sagt, die Ansprüche der Frauen konzentrieren sich auf die wenigen Dudes. Die haben es auch nicht nötig, irgendwie monogam zu werden. Und so der Standard-User. Also für Frauen ist natürlich auch irgendwo frustrierend, überhaupt keine Frage. Ist für beide frustrierend. Frauen gehen ja auch runter, reihenweise. Weil eigentlich beide feststellen, sie kriegen nicht das, was sie suchen. Ne? Also wir müssen das jetzt nicht in aller Einzelheit aufdröseln, habe ich in meinem vorletzten Buch gemacht, Feuer und Flamme, wenn euch das interessiert, zieht es euch gerne mal rein. Aber auf jeden Fall sage ich das, ja, es gibt keine Matches, also die einen ersticken in Matches, die anderen kriegen gar keine Matches. Auch irgendwie da irgendwas zu bezahlen, ist natürlich auch ja, wofür? Ich meine, wenn ich jemanden nicht daten will, dann will er dich nicht daten. Da kannst du so viel für Sichtbarkeit bezahlen, wie du willst irgendwie. Also das ist, also funktioniert auch nicht. Deswegen ist es irgendwo ein bisschen folgerichtig, wenn noch endlich auch die Menschen mal sehen würden, ja, warum es nicht klappt. Einfach, weil es irgendwo unnatürlich ist, Online-Dating. Ne? Also könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Und es ist halt immer wieder, wie über allem Leben so, man denkt, man kann so eine Abkürzung nehmen und das ist irgendwie ganz easy. Aber eigentlich alles, was im Leben irgendwie Wert hat, muss man sich für anstrengen. So, ne? Also es ist selten so, also irgendeiner Weise anstrengen. Es muss ja jetzt nicht so eine psychisch-physische Anstrengung sein, aber muss man irgendwie Energie reingeben zumindest. Und wenn du meinst, du brauchst keine Energie reingeben, sind die Ergebnisse auch suboptimal, auch wenn sich da natürlich vereinzelt mal Leute gefunden haben. So ist ja nicht. Bumble ist noch insofern, ich meine, ist eigentlich, was ich immer vorhersage. Ich sage ja immer Polarität. Polarität ist das A und O im Dating. Und auch wenn ich rede wirklich fast jeden Tag mit da in meiner Muckibude mit Leuten, vor allen Dingen Männern in den 20ern, die sagen, boah, ey, das ist, also sie haben natürlich andere Wörter dafür, aber die sagen, Frauen achten quasi nur noch auf Polarität und was hat ein Mann drauf und wie steht er im Leben? Also das ist ja nicht so, also es wird uns immer so vorgegaukelt, das wird weniger, aber es wird immer mehr, es wird immer wichtiger genommen. Und bei Bumble ist ja, meine, kann man ja auch mal probieren, war ja dieser großartige Versuch, Frauen schreiben zuerst an, was ja komplett außerhalb der Polarität ist. Nun, kann man probieren und vielleicht gefällt es ja. Also ich habe auch in der Anfangszeit, das war bei Tinder aber auch so, habe ich auch viel Positives gehört vom Bumble. Vielleicht gefällt es Frauen, dass sie nicht von Männern zugetextet werden. Aber die meisten Frauen wollen ja gar nicht den ersten Schritt machen. und finden es dann vielleicht sogar uncool, dass Männer, es ist ja so dieses Paradox, ne? Also Frauen wollen nicht den ersten Schritt machen, müssen es aber und finden es dann aber womöglich bewusst, unbewusst gleichzeitig also viele Frauen finden es sowieso uncool, wenn Männer auf einer Dating-App sind. Das ist schon so was völlig Absurdes. Also man sucht eigentlich einen Mann, aber irgendwie findet man es uncool, dass ein Mann eine Dating-App braucht. So und dann ist er noch auf einer Dating-App, wo er auch noch angeschrieben werden muss. Also das ist in sich schon so ein Widerspruch und das kommt dann alles so, ich weiß gar nicht, wie man das jetzt sagen soll, so im negativen Sinne Vogue und modern rüber ist es, aber einfach, weil es einfach die
natürlichen Grundlagen des Datings, das ist ja auch meine ganze These in meinem Buch, in diesem Buch Feuer und Flamme, negiert. Es negiert einfach die biologischen Grundsätze, so, ne, unser Datingprogramm. Und deswegen ist es eigentlich auf die Dauer zum Scheitern verurteilt, so, ne. Jetzt haben die ja, was natürlich auch marketingmäßig, also die haben auch alles falsch gemacht, Bommel. Da haben sie ja auch angefangen, also ihr einziges Sache, die andere Dating-Apps nicht haben, haben sie jetzt angefangen aufzugeben. Also dass nur Frauen anschreiben. Sie tun natürlich immer noch so, haben so andere Sachen entwickelt, dass es irgendwie doch Männer einen ersten Schritt machen können, so. Und dann haben sie noch so eine ganz schlimme Werbekampagne gemacht, so ungefähr, haben sich so lustig gemacht über ohne Sex leben. Frauen sollen noch gefälligst, das wäre auch nicht der Weg, ohne Sex zu leben, also eine total ekelhafte Werbekampagne noch gefahren und hat denen richtig das Genick gebrochen. Das ist echt krass, ne? Ist echt krass. Aber gut, kommen wir jetzt mal gleich zu der E-Mail. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob die Online-Dating ist oder nicht, aber die weist auch ein anderes Problem hin, was ich auch mal mehr höre. Aber schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, ob ich da richtig liege. Ich bin jetzt länger nicht mehr auf dem Dating-Markt. Obviously. Wo scheinbar, also was mir meine Gym-Bros so sagen, ist, du findest quasi keine Frau, keinen Mann wahrscheinlich auch, mehr, so mit denen du schreibst, die nicht gerade mit jemand anders schreiben. Also du findest quasi niemanden mehr, den du daten kannst, der nicht auch irgendjemand anders datet gerade so, ne? Also dieses Multi-Parallele und bloß nicht Single sein, immer was am Laufen haben. Aber wie gesagt, falls ihr das anders wahrnehmt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und wir gehen dann mal in die entsprechende Mail. Ich weise auch nochmal hin auf meinen Dating-Kurs. Guckt nicht nur die Videos. Guckt hier meine Bewertungen auf YouTube. Es ist wirklich, die Kurse bringen wirklich was. Was mir noch meinen Datingkurs. Aber gehen wir mal in die E-Mail jetzt. Von einem Mann. Moin Christian, hier schreibt dir Anna Tovkolov. Danke für deine Arbeit. Ich habe da mal eine Geschichte für dich. Ich komme gerade aus einem toxischen Datingprozess, den ich vor circa 2 Monaten noch nicht für einen gehalten habe. Der Dating-Prozess dauerte circa ein Dreivierteljahr und war eine Fernbeziehung, im Durchschnitt sagen wir uns 7 Tage im Monat. Als ich die Person kennenlernte, befand ich mich noch in einem offenen Situationship. Das ist alles heutzutage immer normaler. Wie gesagt, ich kann nur immer wieder sagen, ich weiß, ich wiederhole mich, ich bin nicht das Bundesmoralministerium, interessiert mich auch nicht, wenn das, ihr dürft das alles machen, das ist alles abgesprochen, ist alles ethisch, völlig unbedenklich. Das Problem ist nur, ich frage mich, wie kann man sich auf jemand Neues einlassen, wenn man gleichzeitig jemand anders vögelt? Das geht in meinem Kopf nicht so richtig rein, sage ich ganz ehrlich. Und ich weiß nicht, ob es dann nicht konsequenter wäre zu sagen, nee, wir müssen einfach Rudelbumsen und wir führen keine Beziehung mehr, ob das nicht konsequenter wäre dann. Aber ich weiß nicht, wie ihr es seht, schreibt es in die Kommentare. Es ist, wie gesagt, ethisch völlig in Ordnung. Ich stelle mir das nur irgendwie schwierig vor und das sagen halt meine Gym-Bros auch immer, dass sie dann lieber niemanden daten als jemand, der gerade schon irgendwo anders kopfmäßig ist. Und das ist ja auch diese ganze, was ich immer wieder sage in letzter Zeit, dieser dopaminorientierte Lebensstil, den ich auch nicht verurteilen will, weil der natürlich dazu führt, ich möchte gerne noch mehr Bestätigung haben, noch mehr Abwechslung und noch mit jemand schreiben und noch von jemand begehrt werden. Und ja, es macht das glücklich. Ich weiß es nicht. Schreib es mal in die Kommentare, wie gesagt. Ich befand mich in einem offenen Situationship, das ich dann circa 2 Monate später beendete, da ein Folgedate abgesagt wurde. Ich dachte, ich hätte meine Standards und Dealbreaker unter Kontrolle. Die Neue hatte mir in der Zwischenzeit gestanden, dass sie sich mehr mit mir vorstellen könnte. Ich erzählte, dass ich ihr was Ernstes vorstellen könnte, aber wusste insgeheim, dass sie nicht meinem Beuteschema entsprach. Aufgrund der Annahme deiner Arbeit, man sollte doch auch mal sein Beuteschema wechseln. Nicht unbedingt das Optische, das sage ich gar nicht unbedingt. Also das in Amerika sagen sie auch immer, das Optische muss man aufwechseln. Der Meinung bin ich definitiv nicht. Das ist auch überhaupt nicht meine Erfahrung. Also optische Beuteschema, der Bindungsstil-Beuteschema, das muss gewechselt werden. Aber das ist manchmal schwer auseinanderzuhalten, ne? Muss ich zugeben. Dachte ich, dass ich es auch mal mit ihr probieren könnte und date sie weiter. Ist ja alles okay. Wir vereinbarten Exklusivität, wunderbar. Wie nun klar wird, befand ich mich dann wohl selber in einem Rebound
Also übersetzt, selber im Kopf nicht frei, so, ne? Da ich für die vorherige Frau doch noch Gefühle entwickelt hatte. Das ist das Problem, ne? Dazu aber später mehr. Die Neue machte aber vieles richtig. Sie war zuverlässig überwiegend in ihrer Polarität, Kritik und kommunikationsfähig und machte den Eindruck, dass sie an sich arbeitete. Sie sprach immer mehr davon, was für eine tolle Kindheit sie hatte. Alle Leute, die eine tolle Kindheit hatten, die reden. Also es gibt eine tolle Kindheit. Es gibt eine tolle Kindheit, aber selbst ich würde sagen, ich hatte eine tolle Kindheit, obwohl die wirklich teils extrem traumatisch war. Aber wie soll ich sagen, es gibt keine Kindheit, wo es keine Probleme gibt. So, ne? Das heißt, wenn jemand, das ist auch in der Beratung so, wenn da jemand kommt und sagt, also ich habe null Probleme in der Kindheit, es sind oft so Bindungsängstler, die so alles verdrängt haben, und Leute, die bindungssichere Menschen, die eine normale Kindheit hatten, die reden, die sagen so, ja, es war schon alles gut, klar, es gab ein paar Probleme, war nicht alles ideal, aber war alles soweit ganz gut. So reden die, und ich hatte eine Bombenkindheit. Eine Bombenkindheit, da würde ich mir auf meinem Anamnesebogen schon mal ein großes Fragezeichen hin, wenn das jemand sagt, ne? Aber vielleicht sehen das andere ja anders, ich weiß nicht. Wäre so mein, wie ich das annehmen würde. So, und das war sie auch, aber scheinbar war das nur Fassade. Leider ertappte ich sie nach 4 Monaten dabei, wie sie mich anlog. Also ich kann euch nur einen Tipp geben, wenn ihr in den ersten 200 Tagen angelogen werdet. Natürlich, weiß ich nicht, macht jeder Mensch irgendwann mal eine Notlüge, also keine Ahnung, aber überhaupt angelogen werdet, selbst wenn es Kleinigkeiten sind. Weiß ich nicht. Hast du Sojamilch gekauft? Ja, ich habe Sojamilch gekauft, aber es ist Kuhmilch. Also auch so random Sachen. Also es ist eine riesige Red Flags. Wenn ihr angelogen werdet, was irgendwas mit Beziehungskontext zu tun hat, das könnte definitiv sofort beenden, das Ganze. Leute, die lügen, ich sage jetzt nicht, dass das nicht menschlich ist. Also menschlich, Lügen ist auch menschlich. Das ist immer das Problem. Aber wie will man denen vertrauen? Das ist so fucking unmöglich, ne? Klar, dass jetzt in 20 Jahren Ehen vielleicht mal irgendwann irgendjemand angelogen wird, müssen wir es jetzt nicht zu streng machen. Ne? Das ist eigentlich immer das Gleiche, was ich hier sage. So, das konnte sie gut begründen, sodass ich ihr noch eine letzte Verwarnung gab und verzieh, aber nicht vergaß. Okay, es schließen sich immer mehr Inkonsistenten ein, ja. Die ich nicht wirklich ernst nahm. Beispielsweise log sie auch bei ihren besten Freunden an, verheimlichte ihnen Dinge. Also ganz ehrlich, mehr muss man nicht wissen. Das ist, ich verstehe schon, dass du dir jetzt noch Zeit lässt, aber es ist eigentlich unnötig, ne? Je früher man rausgeht, umso weniger Kopfschmerzen, ne? Auch vernahm ich Lovebombing, auch sagte sie mal öfter, dass ich sie ja eh nicht toll finden würde, wie sie mich und so weiter. Das kann manchmal bei schwierigen Leuten, musst du auch immer ich und du vertauschen. Das kann auch heißen, dass sie dich nicht so gut findet. Das ist immer so das Frustrierende irgendwie. Vor allem, wenn du das gar nicht fühlst und, aber gut, jetzt hast du aber auch gesagt, du bist nicht dein Beuteschema, vielleicht, weiß ich nicht, nimmst du das auch korrekt wahr. Irgendwann hatte ich das Gefühl, dass ich ihr nicht vertrauen könnte. Nicht? Wieso denn nicht? Lüg doch nur. Schob es aber auf meine Verlustangst. Ich hatte das Gefühl, dass sie mir erstens nach dem Mund redete, ja, deswegen lügt man ja auch, und zweitens, dass sie immer noch regen Kontakt mit Orbitern, also anderen befreundeten Männern. Leute, das ist genau das Problem heutzutage, wenn Frauen ihre Männer noch mit denen noch schreiben oder Männer schreiben noch mit allen möglichen Frauen. Warum vereinbart man, also warum will man dann Exklusivität vereinbaren? Dann ist es einfach so, ist alles offen, jeder macht, was er will. Nur noch geschützter Geschlechtsverkehr, fertig, braucht man auch gar nichts absprechen, dann hat man auch keine. Macht jeder, was er will, keine Kopfschmerzen, du erwartest nichts. Was soll dieser Murks? Ich weiß es nicht, ne? Und die sind auch nicht unterbannt. Also das ist definitiv go. Aber es ist auch ein bisschen, du kommst ja auch aus dem Situationship. Also das ist, also ich würde dir eigentlich raten, sei doch mal ein paar Monate Single und dann date mal konzentriert eine Person so, ne? Also Single und auch ohne Situationship Single, ne? Ich versuchte offen mit ihr darüber zu kommunizieren, auch über meine Bindungsprobleme.
wie sage ich so schön, Verhalten ist die Sprache des Gehirns. Das ist, du musst nur gucken, wie sich jemand verhält, was er da für Story, das Gehirn erfindet ständig Storys. Ja, ich bin so, weil, wie ich immer sage, weil Mami mich zu spät, weil Mami mir nur 3 Kerzen auf den Geburtstag gemacht hat, als ich 4 Jahre alt geworden bin. Ich bin so, weil, keine Ahnung, weil ich in der 6. Klasse in der Pause mal einmal gemobbt worden bin. Du kannst immer irgendwelche Storys finden, es ist völlig wurscht. Sie lügt, fertig. Ne? Das ist das Verhalten. Ne? Sie kannte die Bildungstheorie nicht, aber versicherte mir, dass sie, wenn sie jemanden kennenlerne, gar kein Interesse an anderen Männern habe. Ja, aber das, wie gesagt, diese Worte spielen überhaupt keine Rolle, wenn das Verhalten anderes ist. Bindungssicher sei, ja, das sagen wir alle, dass sie bindungssicher sind, aber die, ich würde mal sagen, naja, angeblich sind es ja 50%. Ich weiß nicht, was das für eine Definition ist. Ich würde sagen, die wenigsten sind so richtig bindungssicher. Ich weiß, viele haben auch ein falsches Konzept von dem Konzept Bindungssicherheit. Aber das ist eine andere E-Mail. und sich folglich nur auf eine Person konzentrieren würde. Ich hielt sie für die gesundeste Frau, die ich jemals gedatet habe. Wie kann jemand, der konsequent lügt, wie kannst du den für die gesundeste Frau halten? Also, da musst du nochmal, also irgendwie, vielleicht sieht sie anders aus als ein Beuteschema, aber vielleicht ist es genau das alte Beuteschema. Das ist so vertrackt, ne? Das Gefühl ging nicht weg, auch als es gut lief. Dies war ungefähr nach 6 Monaten Dating. Immer weiter öffnete ich mich und sie stellte mich sogar ihre ganze Familie vor. Ich war auf sämtlichen Geburtstagen. Danach merkte ich, dass ich immer mehr zurückzog. Ja, jetzt haben wir wieder, es sind immer das gleiche Leute für fleißige Zuschauer meines Kanals. Was haben wir hier? Das kannst du die Uhr nachstellen, berühmte 200-Tage-Grenze, ne? 200 Tage geht der Scheiß los, ne? Sie hatte für den Rückzug natürlich gute Gründe geliefert. Sie hatte das erste Mal in ihrem Leben eine Therapie begonnen. Wieder Story, Story, Story. Nur das Verhalten zählt. Eine Frau, die nach 6 Monaten nicht mehr richtig verliebt ist, die meisten Beziehungen gehen nach 6 Monaten kaputt. Ja, muss man jetzt auch keinen Fass aufmachen, aber muss man sich nicht reinziehen. Ne? Und konnte gerade allgemein ihre Gefühle gar nicht einordnen. Außerdem hat sie wohl ein recht großes Problem mit Alkohol. Ach, okay, das auch noch. Was mir das jetzt so richtig klar wird, ich vertraute ihr, Bettsport wurde weniger, ich hatte in der Zwischenzeit aber eine Entscheidung getroffen, mich mit allen Mitteln Informationen zu beschaffen und dann Schluss zu machen, um mich zu schützen. Hatte mir geschworen, keine Zeit mehr zu verschwenden. Konnte sie dabei ertappen, wie sie noch Kontakt zu alten Liebschaften pflegt. Ja gut, das ist jetzt alles mal mehr das Gleiche. Ich wollte kein Drama, aber auch sehen, wie weit sie mit den Lügen geht. Das musst du nicht mal gucken, ne? Sie log mir weiter ins Gesicht, fiel mich an, richtig zu gaslighten. Sie schlug sogar vor, dass wir zusammen ihr Handy durchgucken. Sie holte dann ihr Handy und zeigte mir Verläufe und ließ sich bei den unwichtigen Personen verdammt viel Zeit. Das ist aber schon alles sehr manipulativ. Ne? Die betreffenden Verläufe übersprang sie mit großer Dramatik. Situation löste sich dann auf und ich ging erstmal duschen. Unter der Dusche fühlte ich mich wieder im Reinen mit mir selber. Weil ich weiß, ich habe eine Grenze überschritten und ihr Handy geschaut. Okay, da komme ich jetzt gerade nicht so richtig mit, aber gut, ist vielleicht nicht so wichtig. Ich brauchte diese Gewissheit, dass ich nicht paranoid bin. Der Hammer war, dass ich kurz vor der Verabschiedung meiner besten Freundin davon schrieb, meine Verflossene mich passiv-aggressiv anmachte. Na, mit welcher Chica schreibst du denn da? Das machen ganz oft die Leute, die mit allen möglichen anderen schreiben. Habe ich auch schon erlebt, dass sie das dir vorwerfen. Nennt man Schuldumkehr, ja. Aber gut, letztlich schreibst du ja mit einer anderen Frau. Also insofern, mein Gott, muss man jetzt keinen Fass aufmachen. Bin die ganze Zeit ruhig geblieben, denn ich wusste ja die Wahrheit. Ich habe den Kontakt natürlich direkt eingestellt. Ich glaube, erst an diesem Tag habe ich sie das erste Mal richtig erlebt. Ich habe mich nur versucht, so kurz wie möglich zu halten. Christian, was ist das? Momentan bin ich wirklich geschockt. Dass sie noch Kontakt mit ihren Liebschaften hatte, spricht wohl für ein geringes Selbstwertgefühl. Na, ich würde sagen, für einen dopaminorientierten Lebensstil und auch ein bisschen die aktuelle Zeit machen. Viele haben ja gar kein Schuldbewusstsein mehr, wenn sie in einer festen Beziehung sind und noch weiter auf Tinder sind. Haben nicht. Es ist echt, ja. Ich versuche es nur als einen Test zu sehen, den ich bestanden habe. In meiner letzten toxischen Beziehung dauerte der Abstieg vom Gipfel bis zur Trennung 2 Jahre. Nun war es nur noch ein Monat. Das ist Fortschritt. Absolut richtig, das ist Fortschritt. Genau so wird es gemacht.
Bei der Frau war es direkt bei der Absage klar. Trennungskompetenz funktioniert also. Was kann ich deiner Meinung nach als nächstes Mal besser machen? Ich würde mal eine Datingpause machen. Weil dieses immer was laufen haben und dann jemand, das macht einen irgendwie blind, wenn du... Man hat einfach die fünf Sinne nicht beisammen, wenn man mit jemand anders was laufen hat und versucht dann jemand Neues zu daten. Also man sieht, man ist sowieso in diesem Dopamin-Ding und sieht diese Zeichen nicht so richtig. Und vielleicht noch strenger sein und ihr klar machen, es liegt nicht am Aussehen, sondern ob es wieder dieses gleiche Beziehungsmuster ist. Und klar, man muss jemanden daten, um den kennenzulernen, aber du kannst noch früher gehen. Du brauchst... Für sowas wirst du irgendwann keine 6, 7, 8 Monate mehr brauchen. Das kannst du dann nach 3, 4 Wochen rausfinden. Und wobei das durch eine Fernbeziehung länger dauert. Von daher würde ich mir jetzt auch nicht so einen Stress machen. Ne? Ist doch alles gut. Scheinbar gefiel dir wohl die Aufmerksamkeit anderer Männer. Ja, also das kann uns ja gefallen, aber man muss nicht mit denen heimlich schreiben irgendwie. Ne? Das ist, ja. Wieso diese ganzen Lügen? Ist in der Kindheit gelernt. Ich kann es dir nicht sagen. Es gibt viele Menschen... Also Lügen ist jetzt nicht unmenschlich, aber viele Menschen lügen bei jedem Scheiß. Und das ist kommt leider sehr häufig in toxischen Beziehungen vor. Ne? Ist halt so, ne? Ich glaube, aufgrund des Rebounds konnte ich es aber vor ein paar Monaten beenden und es wäre eine On-Off-Geschichte geworden. Fun Fact, sie als auch die Dame davor hatten sehr viele Ähnlichkeiten zu meiner Ex-Freundin. Ja, also es ist leider, ich weiß nicht, ob du schon mal Modul 1 gemacht hast, also dieses Liebe, also das Liebeschip umprogrammieren, ist nicht einfach. Das habe ich nie gesagt, es ist fucking nicht einfach. Also ich kriege immer wieder Mails, dass sie sagen, dachte, das wäre was anderes, wieder das Gleiche. Es ist unglaublich, wie sehr wir immer wieder das Alte daten wollen. Es ist Wahnsinn, wirklich. Also, beiden kann ich noch rechtzeitig Nein sagen. Wie lange soll diese Testphase des Universums noch gehen? Länger, als man denkt und... Also wie gesagt, man kann in 2 Jahren wirklich harte Arbeit an sich selbst, kann man viel erreichen, aber harte Arbeit heißt meistens auch Dating-Pause und solche Geschichten. Je mehr Energie du reinsteckst, umso schneller und je mehr du sozusagen sober bleibst, umso schneller wird es gehen. Ne? Auf diesem Exemplar war nicht besonders viel Glitzer drauf. Glitzer... Krasse Anziehung. Nie war ein Date so schön wie dieses. Nicht das beste Zeichen. Liebe Grüße und vielen Dank an dich. Ja, danke auch an dich. Mach die feinen Kurse und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.